Da sind wir dann auch schon zurück in der 7. Folge und wir reden jetzt, nachdem wir letztes Mal mit Zachariah gesprochen haben, heute mal mit Margot, bevor wir dann versuchen, die ganzen Gedanken wieder zusammenzuführen. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Hercule Poirot. Detective Hercule Poirot? Mir ist bereits zu Ohren gekommen, dass uns einer der besten Officers des Königs beiwohnen wird. Oui, Madame. Wie ich sehe, eilt mir mein Ruf bereits voraus. Comtesse Margot de Vos, es ist mir ein Vergnügen. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Gut aussehend, gute Manieren und ein Gesetzeshüter. Ich hatte nicht erwartet, einen Gentleman Ihres Kalibers auf dieser Feier anzutreffen. Ihre Komplimente reichen aus, um einem jungen Detective wie mir die Schamröte auf die Wangen zu treiben, Comtesse. Ja, gucken wir mal, womit verbringen Sie neben der Schmeichelei normalerweise Ihre Zeit? Meistens beteilige ich mich an Wohltätigkeitsarbeit. Die Zahl der weniger wohlhabenden Menschen steigt immer weiter in die Höhe. Wie äußerst bewundernswert von Ihnen. Eine Menschenfreundin. Man sollte stets Demut zeigen. Welche der zwei glücklichen Familien hat Sie heute hierher geführt? Genau. Über wen bist du eigentlich hier gelandet? Ich bin schon seit sehr langer Zeit eng mit der Familie Vandenbosch befreundet. Es ist sogar schon so lange her, dass ich mich nicht einmal an die genaue Zeit erinnere. Dann müssen Sie sicherlich den verstorbenen Vicomte gekannt haben. In der Tat. Wir waren bereits zu unserer Schulzeit befreundet. Sein Hinscheiden war ein schwerer Schlag für Cassandra und die junge Angeline. Nach seinem Tod wurde ich zu einer Art Beschützerin für sie beide. Ein Schutzengel, wenn Sie so wollen. Wie ich erfahren habe, ist eine Freundschaft in diesen gesellschaftlichen Kreisen oft nicht mehr als eine Fassade, um die eigene Position zu halten. Hat die Comtesse es vielleicht auf Madame Vandenboschs Stellung abgesehen? So nach dem Motto, ich betrüge dich hintenrum. Wollen wir mal sehen hier, wie geht's denn weiter? Das war ein ziemlicher Schock, den Major so in der Halle liegen zu sehen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Felix der Mittelpunkt von solchem Ärger ist. Besonders dann, wenn es um die Damen des Hauses geht. Schon wieder eine Bestätigung, dass es nicht zum ersten Mal so war. Wie mir zu verstehen gegeben wurde, hat er es sich hier recht häuslich eingerichtet. Das ist eine Untertreibung. Er glaubt, dass seine Freundschaft mit Cassandra ihm das Recht auf einfach alles in diesem Haus gibt und dass er sich dadurch sogar bestimmte Auffassungen darüber erlauben kann, wie die junge Angeline ihr Leben zu führen hat. Er erkennt Monsieur de Mire nicht an? Das müssen Sie ihn schon selbst fragen. Oder Sie fragen Gideons Bruder. Er kann Ihnen sicherlich auch etwas über Felix erzählen. Da bin ich mir sicher. Die Comtesse ist geübt darin, ihre Zuhörer mit einem leckeren Köder anzulocken und sie dann nach dem Anbeißen hängen zu lassen. Eine weitere Unterhaltung mit Monsieur Zachariah steht wohl auf der Tagesordnung. Aha, neuer Auftrag. Dürfen wir also nochmal mit ihm quatschen. Was halten Sie von Monsieur Demir? Er ist ein strammer junger Mann. Angeline hat sich einen guten Partner ausgesucht. Sie sind wirklich ein gut aussehendes Paar. Wenn man mit ihnen spricht, dann ist es selbst für jemanden wie mich, der noch unerfahren mit solchen Emotionen ist, offensichtlich, dass sie sich wirklich sehr innig lieben. Wenn sie zusammen sind, dann ist es wirklich für jedermann offensichtlich. Selbst in ihrem jungen Alter. Aber wer kann schon darüber urteilen, wonach es dem Herzen verlangt? Monsieur da Silva erwähnte, dass er Madame Vandenbosch unterstützen würde, wenn seine Hilfe vonnöten sei. Stimmt, das hat er in der letzten Folge gesagt. Ja, das klingt ganz nach ihm. Das Geld dazu hat er, aber womit sonst könnte dieser Mann auch schon dienen? Die mögen sich. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass Madame Vandenbosch finanzielle Hilfe in Anspruch nehmen würde. Nachdem Edwin, der Vicomte, verstorben war, befand sich die Familie in einer ziemlich unvorteilhaften Position. Sie hat die Hilfe nicht in Anspruch genommen, Cherie. Sie hat ihn angebettelt. Ich verstehe. Dieses Gespräch bleibt lieber unter uns. Es ist ein schmerzhaftes Thema für Sie.
Es hat nicht sonderlich lange gedauert, bis die Comtesse mir private Angelegenheiten über die Geschäfte der Madame enthüllt hat. Ich bin nicht sicher, ob ich ihr jemals irgendwelche Informationen anvertrauen würde. Ja, kleine Plappertasche. Arbeiten Sie mit dem Frauenhaus zusammen? Ob ich mit ihm zusammenarbeite? Ich habe es gegründet, Detective. Meine Bewunderung für Sie wird nur immer größer. Da mein Ehegatte, der ehrenwerte Comte de Vos, ständig mit seinen Pflichten beschäftigt ist, fehlte es mir an Richtung in meinem Leben. Ich konnte es nicht ertragen, meine Tage ohne einen höheren Zweck zu verschwenden. Während eines Einkaufsbummels in der Stadt fiel mir dann eines Tages die große Zahl an jungen Frauen auf, die auf der Straße leben und betteln mussten. Verdreckt, hungrig und ohne auch nur einen Franken, den sie ihr eigen nennen konnten. Es ist wirklich schrecklich. Besonders, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Menschen ihre Tage auf diese Weise bestreiten müssen, während andere ihre Leben in selbstsüchtigem Überfluss verbringen können. Ich hoffe doch sehr, dass dies keine hinterhältige Bemerkung über meinen Lebensstil war, Detective. Aber ganz und gar nicht, Comtesse. Sie setzen ihren Wohlstand ein, um die Leben einer Vielzahl von Menschen zu verbessern, die weniger Glück hatten als Sie. Es ist wirklich eine sehr vorbildliche Arbeit, die Sie auf sich genommen haben. Das ist es, nicht wahr? Die Arbeit der Comtesse verbessert die Leben vieler Menschen, die Hilfe dringend nötig haben. Ich wünschte nur, dass es mehr Personen in ihrer Position gäbe, die ihren Wohlstand auf diese Weise einsetzen würden. Die Kluft in unserer Gesellschaft anzuerkennen, ist der erste Schritt, um diese Misere ein für allemal zu beenden. Es war eine wirklich erquickende Unterhaltung. Ich freue mich bereits auf unser nächstes Tête-à-Tête. So, jeder von euch darf einfach selber mal einschätzen, wo er diese Frau so hinpackt, gedanklich. Vielleicht ist sie gar nicht so diejenige, die alles uneigennützig macht. Wir hatten immerhin die Überlegung, ob die nicht hinter der Stellung der Madame Vandenbosch her war. Aber ich meine, gut, das wird angedeutet und auf der anderen Seite hilft sie irgendwie da den jungen Frauen. Wir gucken mal, wo das hinführt. Jetzt müsste wieder Zachariah dran sein. Was kann ich für Sie tun? Sie haben wohl nicht sonderlich viel Zuneigung für den Major übrig. Der Major ist ein schrecklicher Mann. Warum sollte ich ihn mögen? Man muss kein Detective sein, um zu sehen, was für eine Art von Mensch er ist. Sie haben es doch bestimmt bereits selbst bemerkt, oder? Ich habe selbst eine weniger angenehme Vergangenheit mit dem Major. Aber das ist eine Geschichte, die lieber nicht erzählt werden sollte. Och, ich denke, dass sie durchaus erzählt werden sollte. Sie kann nicht schlimmer sein als die Dinge, die er uns während des Krieges angetan hat. Sie haben zusammen im Krieg gekämpft? Wir waren auf gegenüberliegenden Seiten. Ich bin über ein äußerst empfindliches Thema gestolpert. Vielleicht wäre es besser, dieses Thema komplett zu umgehen. Wieso gegenüberliegende Seiten? Na gut. Der Krieg ist stets ein sehr schwieriges Thema für alle Beteiligten. Vielleicht sollten wir besser über etwas anderes reden. Wenn Sie gesehen hätten, was ich gesehen habe, was er getan hat, dann würden Sie sich nicht auf seine Seite schlagen. Ich schlage mich auf gar keine Seite hier, Monsieur Zack. Ich denke nur nicht, dass es guten Gesprächsstoff für eine Feier wie diese darstellt. Vielleicht ist es besser, wenn ich mich jetzt verabschiede. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier einige Kombinationen zusammenkriegen. Was haben wir denn? Finde heraus, warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist. Was haben wir noch? Da können wir eine Sache kombinieren oder hier. Oh, zwei Sachen. Lerne die anderen Gäste kennen und decke die Verbindung zur Familie auf. Das machen wir doch mal. So, was haben wir denn gehabt? Wir haben noch diese Alkoholflasche gehabt in dem Salon und der ist angesoffen. Was für eine Enthüllung! Ja, was für eine Enthüllung. Ich könnte mir niemals vorstellen, so viel Alkohol zu trinken und ganz besonders nicht an nur einem Abend. Also, da scheint es dann Gründe zu geben. Wir gehen mal ein bisschen näher ran hier. Und nochmal mit Zachariah müssen wir dann sprechen. Was haben wir denn sonst noch letzten Endes? Wir haben herausgefunden, dass der Major die Familie unterstützt oder so. Da haben wir das. Er unterstützt die Familie. Ist also angestrengt zu helfen. Nur steht hier, vielleicht ist er doch kein so schlechter Mann.
Also der steht der Familie seit dem Tod des Vicomtes eigentlich sehr nahe. Die beiden Sachen, was hat es damit auf sich? Meine eigene Kombinationsgabe sollte mich nicht so sehr überraschen. Ja, es ist offensichtlich, dass der Major der Familie nahesteht und eine enge Verbindung zu Cassandra und Angeline zu haben scheint. Gründe dafür? Fragezeichen. Verliebt in die Frau, verliebt in das Mädchen. Mit Margot sprechen und mit Archibald sprechen, um der Sache ein bisschen weiter auf die Spur zu kommen. So. Was haben wir denn sonst noch? Ich schau mal ganz kurz, ob ich das hier noch finde und dann irgendwie. Na, mal gucken. Also irgendwas passt ja noch nicht so ganz. Das hier vielleicht. Der Major steht der Familie nahe und die Erpressungstheorie, ne? Jackie glaubt, dass der Erpresser der Familie nahestehen muss, wenn er solch private Geheimnisse kennt. Also ist er vielleicht der Erpresser? Fragezeichen. Ein weiterer Erfolg. Ich habe nie an mir gezweifelt. So, der könnte. Könnte also irgendwie darin verwickelt sein. Jetzt haben wir aber nichts mehr aufzudenken. Jetzt gehen wir erstmal wieder raus. Wo war denn das andere noch? Was hatten wir? Ah, hier. Finde heraus, warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist. Also, wir haben im Grunde genommen eine. Was haben wir denn hier? Was passt denn hier zusammen? Ich muss mir das mal ganz kurz ansehen. So, da sind wir schon. Da haben wir die gemeinsame Vergangenheit der ganzen. Und der Major hat eine Abneigung gegen Gideon. Einige mögen es Glück nennen, doch ich nenne es einen Geistesblick. Ja, ja, ich würde es ihm niemals von Angesicht zu Angesicht sagen, doch ich glaube nicht, dass der Major ein Recht dazu hat, über Gideon zu urteilen. So, auch da sind wir dann jetzt erstmal durch. Und können uns anderweitig beschäftigen. Wir haben hier mit Cassandra sprechen, die Vorratskammer untersuchen. Da haben wir dann noch mit Archibald, Zachariah und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, gut, dann machen wir das jetzt mal so, dass wir einfach nochmal mit Zachariah sprechen, wenn er schon direkt vor uns steht. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte die Feierlichkeiten nicht abschwächen, aber soll ich Ihnen vielleicht ein Glas Wasser holen? Ich habe schon ein Getränk. Danke trotzdem. Ich möchte nur nicht, dass die Dinge eskalieren. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Ich habe alles unter Kontrolle. Etwas sagt mir, dass sein unmäßiges Trinken nichts mit der Verlobung seines Bruders zu tun hat. Seine Rückbesinnung an den Krieg bringt mich zu der Annahme, dass hier etwas wesentlich Ernsthafteres zugrunde liegt. Vielleicht ist es besser, wenn ich mich jetzt verabschiede. Ein Kriegstrauma. Irgendwie so. Schätze ich. Mal gucken, mit Cassandra müssen wir noch sprechen, mit der Margot müssen wir aber auch noch reden. Reden wir erstmal nochmal mit Margot. Ich stehe Ihnen zur Verfügung, Detective. Also, Sie haben die Freundschaft zwischen der Madame und dem Major erwähnt. Sie sind ziemlich neugierig, oder? Ich glaube, dass man es Geplauder nennt. Wir unterscheiden zwischen Geplauder und aufdringlicher Neugier. Ich versichere Ihnen, dass das nicht meine Absicht war. Bitte, Monsieur. Ich erkenne einen neugierigen Spürhund für Klatsch, wenn ich einen sehe. Wir haben beide den gleichen Geruch an uns. Der Major ist allerdings keiner Minute Ihrer Zeit würdig. Sie sind kein großer Fan von ihm. Ich würde ihn mit meinem Fächer schlagen, Monsieur. Jeder Mann, der eine Dame so behandeln kann, wie er es tut, hat seine Stellung nicht verdient. Und welche Stellung wäre das, wenn ich fragen darf? Eine Stellung, in der er Cassandra herumkommandieren kann, als wäre sie eine Angestellte. Er schreit sie an, als wäre sie eine herumstreunende Katze, die zufällig ins Haus gewandert ist. Es ist reiner Wahnsinn. Also das ist etwas, was ich niemals zu hören erwartet hätte. Die Madame war bereit dazu, mich eigenhändig aus dem Haus zu begleiten, als ich die Untersuchung wegen Mademoiselles verschwundenem Armband durchgeführt habe. Und jetzt lässt sie den Major auf solche Weise mit sich umspringen? Es muss doch sicherlich einen Grund dafür geben, warum sie ein solches Benehmen toleriert.
Oh, noch ein Geheimnis? Fragezeichen. Es war eine wirklich erquickende Unterhaltung. Ich freue mich bereits auf unser nächstes Tête-à-Tête. So, was haben wir denn dann eigentlich? Ich glaube, da blinkt wieder was. Eine Kombination? Ja. Also, wir haben gerade als letztes erfahren, der Major hat die ziemlich blöde behandelt. Mal gucken, gibt's das hier? Ah ja, da. Also, das ist eine neue Information. Der Major hat die Cassandra nicht gut behandelt. Und die Margot will die Cassandra ja eigentlich beschützen. Also, darum sind die sich nicht so ganz grün. Großartig. Ich bin nicht sicher, ob ihre Abneigung gegenüber dem Major echt ist oder lediglich von Eifersucht herrührt. So, mal gucken, was haben wir hier? Margot hat eine Abneigung gegen den Major. Also das können wir dann auch schon mal festhalten. Dann reden wir jetzt nochmal mit Cassandra. Madame Vandenbosch, ich darf zur Verlobung Ihrer Tochter gratulieren. Ja. Vielen Dank. Und Sie sind... Der Postbote. Detective Poirot. Es tut mir leid, aber der Name muss mir entfallen sein. Jener Tag im Haus der Vandenbosch hat sich tief in mein Gedächtnis gebrannt. Er hat mir die ungerechte Behandlung der Arbeiterklasse vor Augen gehalten und war eine wichtige Antriebskraft für meine Karriere. Nur dank dieses Tages bin ich zu dem Detective geworden, der heute vor ihr steht. Ja, und doch war ich für die Madame noch nicht einmal einen zweiten Gedanken wert. Ich war damals noch Officer Poirot. Ich habe den Fall des verschwundenen Armbands Ihrer Tochter untersucht. Oh, Sie sind das. Uns ist heute kein Schmuck verloren gegangen, also werden Ihre Dienste wohl nicht vonnöten sein. Ich bin dieses Mal aufgrund einer wesentlich dringenderen Angelegenheit hier. Ich weiß, warum Sie hier sind, Officer, Detective, was auch immer Sie jetzt sind. Bitte fahren Sie einfach fort. Detective. Und ich verspreche Ihnen, dass ich Sie nicht lange behelligen werde. Wie ich höre, hat die Auseinandersetzung vorhin aufgrund eines Wortwechsels zwischen dem Major und Mademoiselle Angeline ihren Anfang genommen. Angeline ist jetzt eine selbstständige Frau, die ihre eigenen Kämpfe austragen kann. Sie hat es nicht nötig, dass sich ihr Ehegatte einmischt. Und was für Kämpfe mögen das sein? Das ist nichts, das ihr etwas angeht, Detective. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Es ist zwecklos, Madame Vandenbosch über Privatangelegenheiten auszufragen. Ganz schön abweisend, die Dame. Ihre Tochter hat mich eingeladen, damit ich den Erpresser für sie identifiziere. Was sagst du da? Kennt sie ihre Stimme? Dazu hatte Angeline kein Recht. Sobald die anderen Damen davon Wind bekommen, dass wir einen Polizeibeamten im Haus hatten, wird die ganze Stadt davon erfahren. Ja, so sieht's aus. Also behandle mich anständig. Vielleicht sollten Sie sich lieber darauf konzentrieren, den Erpresser zu fassen, der den guten Ruf Ihres Familiennamens bedroht, als um das, was die plappernden Frauen in der Stadt sagen werden. Ich kümmere mich mehr um die Meinungen dieser plappernden Frauen, wie sie von Ihnen so unhöflich beschrieben wurden, als um die leeren Drohungen eines anonymen Briefs. Da stimmt Ihnen Ihre Tochter allerdings nicht zu. Um genau zu sein, wurde mir zu verstehen gegeben, dass einer der heute anwesenden Gäste mehr wissen könnte, als er zuzugeben bereit ist. Die Gäste? Sie meinen unsere Freunde? Sie können doch nicht wirklich glauben, dass einer von Ihnen so kleinkariert sein würde, um einen solchen Brief zu schreiben. Oh, Officer, Sie haben sich kein Stück verändert. Du aber auch nicht. Ich muss Ihnen für die Gastfreundschaft heute Abend danken. Genau, sind wir erstmal wieder nett und schmeichelhaft, schmeicheln ein bisschen. Ich schätze, es ist nur höflich mit gern geschehen zu antworten. Madame ist immer noch so schlagfertig, wie ich sie in Erinnerung hatte. Es ist wirklich eine Schande, dass von Ihnen nichts anderes in Erinnerung geblieben ist, als Ihr Mangel an Respekt. Ich hätte ahnen sollen, dass ein Wortgefecht mit der Madame nicht einfach zu gewinnen sein würde. Mir wurde zu verstehen gegeben, dass der Major von Angelines Ehegatten nicht sonderlich angetan zu sein scheint. Sie können so viele Vermutungen anstellen, wie Sie wollen. Aber du wirst mir nichts dazu sagen. Einer Reihe von Schilderungen zufolge scheint es so, als hege der Major einen gewissen Grad an Abneigung für ihn und seinen Bruder. Felix will lediglich meine Tochter und den Namen Vandenbosch beschützen. Seit Edwin von uns gegangen ist, hat er sich stets nur so verhalten, wie jeder gute Mann es tun sollte. Vor was genau beschützt er sie?
Das ist eine Frage, die Sie besser an die beiden richten sollten. Mademoiselle Angelines Verlobung hat Sie sicherlich in Hochstimmung versetzt. Gideon ist ein guter, wohlerzogener junger Mann einer sehr angesehenen Familie. Mhm. Alles sehr wichtige Kriterien für die Auswahl eines möglichen neuen Schwiegersohns. Ein gutes Zuhause sowie eine gute Bildung sagen viel über einen Mann aus. Obwohl sie noch nicht lange verlobt sind, ist sein nobler Charakter bereits offensichtlich. Wenn Sie ein gebildeter Mann wären, dann hätten auch Sie das bereits gesehen. Ich kann Ihnen versichern, dass man meine Bildung keineswegs belächeln muss, Madame. Und doch haben Sie lediglich die Position eines Detectives inne. Vielleicht sind es also dann Ihre Entscheidungen, die hinterfragt werden sollten. Vielleicht sollten Sie mir mehr über das Familiengeheimnis erzählen, da Ihre Tochter es schließlich für Sie zu beschützen scheint. Los, Butter bei der Fischer, spuck's aus. Was soll das heißen? Beschützen? Sie hat doch nicht etwa dieses lächerliche Lösegeld bezahlt, oder doch? Doch. Monsieur Demir hat die Kosten auf sich genommen. Er hat das Lösegeld bezahlt, weil Ihre Tochter der Annahme ist, dass es ein Geheimnis zu verbergen gibt. Wie es ein guter Ehemann tun sollte, um Gottes Willen. Warum glauben Sie bitte, dass der Brief überhaupt an Sie adressiert war und nicht an mich? Weil der Täter genau weiß, dass ich den Brief in den Müll geworfen hätte, wo er hingehört. Falls es etwas gibt, was Sie verbergen wollen, dann wäre es klug von Ihnen, mich jetzt darüber aufzuklären, da es bei der Suche nach dem Täter von großer Wichtigkeit sein könnte, Madame. Und es wäre klug von Ihnen, Ihre Nase aus meinen Familienangelegenheiten herauszuhalten. Falls ich Ihre Hilfe in Anspruch nehmen will, werde ich Sie schon darum bitten. Mann, aber da können Sie lange warten. Die ist giftig, hä? Merci. Eine bezaubernde Unterhaltung wie immer. So, blink, blink, blink. Da haben wir eine Verbindung. Also, was haben wir denn hier jetzt erfahren? Wir haben eine, das ist auch neu, ist eine arrangierte Ehe. Und Gideon freut sich angeblich auf das Vermögen der Familie. Stimmt, das hat er gesagt. Oder beziehungsweise wurde gesagt. Die Vorgänge werden langsam etwas klarer. So, und da das die Madame wahrscheinlich auch weiß, Monsieur Gideon könnte aus rein finanziellen Beweggründen in die Familie einheiraten wollen, haben wir hier, ja, vielleicht einen Grund für das Ganze. Wir gucken mal. Haben wir da noch was? Da sind keine Gedankenkarten, nein. So. Mal sehen, ob das nächste Gespräch noch lohnt. Ich schau mal, wie viel Zeit hier schon wieder rum ist. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Sind wir irgendwie so knapp über 20 Minuten. Jetzt gehen wir mal raus hier. Wir müssen ja noch mit dem Archibald sprechen. Zumindest ist das ja auch als Aufgabe angezeigt. Und der müsste hier vorne stehen, ne? Da. Oh, der telefoniert. Mal gucken. Monsieur Sterling nimmt gerade ein Telefonat entgegen, fast schon zu laut, um es nicht zu überhören. Das Anwesen Van den Bosch. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Ja, natürlich. Bitte warten Sie einen Augenblick. Sir? Ja, ein Anruf für Sie. Soll ich ihn gleich zu Ihnen in das Studierzimmer weiterleiten? Wie Sie wünschen, Sir. Wie kann ich helfen? Der Major hat sich hier ziemlich häuslich eingerichtet, mein lieber Archibald. Sag was dazu. Er ist schon einige Zeit lang hier. Es zeugt von Lady Van den Boschs Güte, dass sie ihn hier so lange verweilen lässt. Mhm. Würdest du nicht tun, Archibald, ne? Denke ich mir bei der Aussage. Würden Sie sagen, dass er Teil der Familie geworden ist? Er äußert sich ständig lautstark darüber, wie sehr er die Damen des Hauses zu schätzen weiß. Und in meinen Augen sollte er das auch. Merci. Sie waren mir wirklich eine sehr große Hilfe. So, da haben wir was. Gucken wir doch mal. Also. Das ist neu. Der Major sieht die Familie als äußerst hochklassig an. Und wir hatten
hier unterschiedliche gesellschaftliche Stellungen, die eine Rolle spielen. Ne? Zachariah glaubt, dass der Major ihn und seinen Bruder aufgrund ihres Klassenunterschieds hasst. Das könnte sein. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. So, der Major könnte denken, dass ein Zusammenschluss mit der Familie Demir dem Namen Vandenbosch Schaden zufügen könnte. Ich frage mich, ob seine Negativität über diese Heirat dort ihr Ende nimmt. Und zwar will er ja die Familie irgendwie beschützen. Zumindest war das auch eine Aussage, die wir bekommen haben. So, ein möglicher Statusverlust. Und zwar gab es dann aber auch die finanziellen Beweggründe. Monsieur Gideon könnte aus rein finanziellen Beweggründen und so weiter. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. Mhm. Es ist offensichtlich, dass der Major nicht viel von den Demir-Brüdern hält. Was haben seine Gefühle über die Brüder jedoch mit der Beziehung der beiden Verlobten zu tun? Der Major glaubt, was, dass die schlecht für die Familie sind. Wozu führt das? Und was war noch? Ach, da oben. Der Major wollte Angeline warnen. Und zwar vor dieser Hochzeit, ne, oder Verlobung. Ich würde es ihm niemals von Angesicht sagen, oh Gott, das passt. Ein weiterer Erfolg. Ich habe nie an mir gezweifelt. Und zwar, der Major ist nicht wirklich erbaut. Ne? Möchte offensichtlich nicht, dass die Heirat stattfindet. Ja. Monsieur Gideons tätlicher Angriff auf den Major könnte vielleicht gerechtfertigt sein, wenn man bedenkt, aus welchem Grund der Major sich gegen die Hochzeit ausgesprochen hat. Das haben wir hier erstmal abgeschlossen. Schön, schön. Wir hatten noch die Vorratskammer des Butlers, die wir betreten sollten. Hier gehen wir mal rüber. Die ist ja gleich hier vorne. Mal sehen, ob das funktioniert noch. Wenn nicht, dann kommen wir auch langsam zum Ende der Folge. Ich meine, da musste man noch was triggern. Verschlossen. Ich hatte gehofft, dass ich bei ihrem engen Zeitplan wenigstens ein, oder das, ja doch, ich bei ihrem engen Zeitplan wenigstens ein Mitglied des Personals hier drin treffen würde. Dann reden wir nochmal. Ich glaube, wir mussten mit der Hausherrin nochmal quatschen, damit wir dahinter reinkamen oder so. Ich guck mal kurz, ob das funktionierte. Und dann würde ich in der Vorratskammer auch die Folge beenden. Ja, mit der kann man nochmal reden. Bringen Sie es bitte hinter sich. Ich bin vorhin an der Vorratskammer vorbeigekommen und dabei ist mir aufgefallen, dass sie verschlossen zu sein scheint. Verschlossen? Das ist absurd. Okay. Das Personal sollte dort ständig ein- und ausgehen. Sie drücken sich hoffentlich nicht schon wieder vor Ihrer Arbeit. Was haben Sie überhaupt im Personalbereich verloren? Sagte ich doch, ich bin der Postbote. Ich habe es nur erwähnt, weil ich gehofft hatte, mit einem Mitglied des Personals reden zu können. Aber wenn Sie so beschäftigt sind? Seien Sie ein guter Mann und stellen Sie sicher, dass sich dort niemand vor seine Arbeit drückt. Dafür werden Sie sicherlich nicht lange brauchen. Tja, das war zwar nicht die Erlaubnis, die ich erwartet hatte, aber ich werde nehmen, was ich kriegen kann. Ich sollte mir die Vorratskammer noch einmal ansehen. Merci. Also, eine bezaubernde Unterhaltung wie immer. Genau. Also nochmal zurück, wir sollten dann reinkommen. Ich sag dann jetzt schon mal auf dem Wege dahin tschüss. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, diese ganzen Gespräche zu führen, da auch ein bisschen herauszubekommen, wie die einzelnen Personen ja übereinander denken. Wir haben da ja noch nicht alle so weit gesprochen. Aber dann hoffe ich, dass alle auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind und dass es ein bisschen Spaß macht. Ja, die Geschichte wird noch etwas cooler. Offen, ich muss ein Mitglied des Personals wohl zur richtigen Zeit erwischt haben. Und hier beende ich dann die Folge. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Das müsste dann Folge 8 sein. Und da geht es dann weiter hier in der Vorratskammer. Bis dann, alles Gute und tschüss.